Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir mal wieder einen Flugzeugträger, deswegen haben wir diese wunderschöne Ansicht. Und zwar den neuesten Flugzeugträger, den es im Spiel gibt, nämlich den Tier 8 Flugzeugträger Enterprise. Ich habe mir einen Replay rausgesucht vom Spartias. Mal schauen, was er da so reißen kann. Bin schon sehr gespannt. Hier sehen wir auch schon das Gerät. Leider, wie gesagt, ist es ja so, dass man das Ganze nicht so sexy zeigen kann, wie man es gerne wollen will. Deswegen muss ich leider hier so sagen, okay, hier sieht man jetzt mal das ganze Gerät so ein bisschen. Aber das ist ja alles nicht so wirklich wild, sondern viel spannender wird sein, was spielt denn der Kerl hier für uns? Und wir sehen schon, der hat hier mehrere Rotten. Zweimal Fighter, zweimal Torpedos und zweimal Bomber. Also von dem her sozusagen, jeder hat so ein bisschen was. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. Natürlich wollen wir sehen, wie er sich gegen den 8er der Gegner schlägt. In dem Fall ist es ein Flugzeugträger Lexington. Und gerade natürlich so die Fighter und so wollen wir mal vielleicht in Aktion dann auch sehen. Und natürlich auch die Torpedos, ganz klar. Warte auf Anweisungen. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 5, sind unter Beschuss. Gruppe 7, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 3, erstmal bleibt er natürlich hier ein bisschen hinterhalb, bleibt hier so ein bisschen ruhig. Aber vielleicht will er sich hier gleich die Gneise schnappen. Die Gneise wäre natürlich schon direkt ein schönes Ziel. Also jetzt nicht aus unserer Sicht der Deutschen, die Gneise sehr mögen, aber so ein Schlachtschiff nimmt man natürlich dann doch ganz gern. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. So, und wir sehen ja da, die Torpedo-Jungs, die gehen hier praktisch schon in Position und jetzt will er wohl den Angriff fliegen, hier auf die Gneisenau. Wir sehen, die Flaks sind da am Start. Und da hat er einen breiten Fächer und einen kleineren Fächer. So schaut's aus. Und da sitzen zwei Torpedos schon mal schön im Ziel. Der dritte auch noch oben. Den vierten, der da drüber platziert war, den konnte er gerade so umgehen. Aber die drei Torpedos waren schon 21.000 Damage. Also jeder für gut 7.000 reingewummt, muss man so sagen. Leider keine Flutung. Gruppe 6 sind unter Beschuss. Und jetzt hier die Bomber. Der Angriff gilt dann wohl der Bismarck. Ihr seht, es schaut nach einem automatischen Abwurf aus. Gruppe 6 greifen Gegner an. Gruppe 7 greifen Gegner. Und auch da 42.000 Damage jetzt in Summe. Also der Angriff hat auch mal richtig was gekostet. Knapp 20.000 haben da diese 6 Bomben angestellt. Also auch sehr, sehr, sehr ordentlich. Und jetzt hier mal die Fighter in Aktion. Oh, schaut mal, was da an Flugzeugen runtergeholt wird. 18 Flugzeuge hat er mit dem Angriff allein gegen die gegnerischen Bomber da mal wegholen können. Wahnsinn einfach nur. Holy moly, also das war mal richtig effizient. Einfach mal so 20 Flugzeuge aus der Luft gerissen. Ob das der Gegner so auf dem Schirm hatte, wage ich zu bezweifeln. Hier die Bismarck. Ich wollte gerade sagen, die ist schon scheintot. Gruppe 5, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 3, greifen Gegner an. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. So, und auch hier geht es jetzt dagegen die gegnerischen Torpedoflieger. Auch die sind alle weg. Mittlerweile auch schon 25 Flugzeuge runtergeholt. Also nicht nur, dass er schon ein bisschen Damage
an den Mann bzw. die Frau bringen konnte. Nein, auch die gegnerischen Flugzeuge leiden hier wahnsinnig unter ihm. Gruppe 6, startklar. Gruppe 2, sind unter Beschuss. Nur mal schauen, was sein nächstes Ziel jetzt wird. So, jetzt mal die Mahan. Und da geht er jetzt, da fliegt er wohl zwei Angriffe an, dass die Mahan da nicht so leicht ausweichen kann. Und da muss jetzt ja nicht viel treffen. Aber die schauen so aus. Einer wird knapp und der sitzt. Aber ganz knapp. Arschknapp. Zieltreffer plus Flutung. Aber wir sehen oben, der Damage-Counter, der bleibt an Ort und Stelle. Das heißt, die Flutung sofort wegrepariert. Schade natürlich. Hätte sich bestimmt sehr gefreut, wenn da noch ein bisschen was reingegangen wäre. So, mal schauen, was jetzt hier auf die Kneise möglich ist. Von dem Verlauf der Runde schaut es natürlich super aus. Vier Schiffe hat der Gegner schon verloren. Sein Team erst ein einziges Schiff. Also von dem her läuft es perfekt und die Kneisenau, die wartet hier gefühlt auf den Angriff. Boah! 40.000 Damage mit den Bomben. Holy moly, was ist denn da drin? Atom? Keine Ahnung, also das ist schon heftig gewesen. So, auch hier jetzt eventuell wieder da die Bombe, aber da muss er abdrehen. Da ist er leider nicht schnell genug. Sonst hätte er auch natürlich hier die Flugzeuge gern nochmal behakt. Und hier die Kneisenau, die sich hier so ein bisschen durch die Inseln orientiert. Aber wir sehen, der Gegner mittlerweile schon unfassbar dezimiert. Noch 5 Schiffe am Start. Sein Team hat erst 1 verloren. Also das ist schon, das geht auf keine Kuhhaut. Und jetzt hier auf die Kneisenau wieder die nächsten Torpedos, die hier folgen. Und da treffen 4 Stück in so 5 Stück. Und der Flutungsschaden, der macht der Kneisenau jetzt mal gehörig zu schaffen. Hat den auch sofort wegrepariert, so wie es aussieht. Und hier auch die nächsten Flieger, die hier vor die Hunde gehen. Also der Gegner kriegt ihn hier so gar nicht in den Griff. Hat schon 125.000 Damage platziert. 9 Torpedotreffer. 32, jetzt 33 Flugzeuge vom Himmel geholt. Also macht er wirklich richtig stark. Und noch ein Flugzeug. Ah.
Also, das ist ja wirklich unfassbar, was er hier mit der Enterprise da so reißen kann. Natürlich wird mich eure Meinung zu diesem ganz neuen Flugzeugträger auch mal interessieren. Denkt ihr, ist zu stark? Oder sagt ihr, nee, nee, total balanced? Ich muss sagen, so vom einen oder anderen Spieler habe ich gehört, dass die Enterprise doch durchaus nicht ganz wirklich schlecht ist, um es mal noch nett zu sagen. So, die Nagato, die haut da möglichst weit ab. Die denkt sich, wenn ich am Kartenrand bin, dann sieht mich keiner. Das geht schon irgendwie klar. Das passt, das reicht. So, jetzt müssten die Bomber da langsam wieder ankommen. Da sind sie auch schon im Bild. Und da kommen wieder zwei Staffeln. Aber hier, der Winkel ist nicht schön, den er hier wählt. Jetzt fliegt er von hinten an. Und da sieht man, jetzt trifft er dann da besser. Und jetzt geht er rein. Alter, 40.000 Damage auf die Nagato. Das ist ja Wahnsinn. Da machen die Bomber ja unfassbar viel Schaden. Also scheiß auf die Torpedos, nimm einfach die Bomben. Das passt. So, hier hat er jetzt gegnerische Bomber, aber seine Jäger sind nicht zu sehen. Weil die würde er natürlich auch ganz gern wieder ins Spiel bringen, um vielleicht auch das eine oder andere Flugzeug vom Himmel zu schießen. Aber dass die Runde ein Sieg ist, ich glaube, da brauche ich nicht künstlich spannend machen. Also, der Gegner hat noch zwei Schiffe, sein Team hat erst zwei Schiffe verloren. Das ist recht klar. So, jetzt kommt er hier mit den Bomben. Das heißt, er kann jetzt hier seine Jäger ins Spiel bringen. Da will wohl der unbedingt seine Bomber ins Ziel bringen gegen die Mahan. Aber es hat ihn nicht viel gebracht. Da oben hat er jetzt noch ein bisschen was wieder an Bombern. Aber da dreht er jetzt ab. Ich kann euch nur nicht sagen, warum denn überhaupt genau. Meines Erachtens hätte er da ordentlich mal reinlatzen können. Vielleicht wollte er jetzt aber unbedingt hier auf die Torpedostaffel gehen. Und ja, die ist weg. Da hat er mal alle runtergeholt und hat hier die Mahan damit gut verteidigt. Sehr schön gemacht. Und der Gegner haut natürlich hier mit der Lexington und der York ab. Die denken es auch nur, bitte lass es gleich zu Ende sein. Ich will doch gar nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall wieder mal sehr kurios finde, er hat 166.000 Damage und hat keinen einzigen Kill. Also das muss man auch erstmal überhaupt so planen, dass das so klappt. Selbst dann kriegt man das nicht so hin. So, jetzt wird auf jeden Fall die York als letztes Schiff irgendwie in Bälde dran glauben müssen. Wie gesagt, schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem Schiff in die Kommentare. Würde mich da schon interessieren. Und hier ein paar Torpedos. Auch nochmal einer, der da trifft und nochmal den Wassereinbruch mit sich bringt. 170.000 Damage. Ich sag dann jetzt schon mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat auch mal wieder ein Träger-Replay gefallen. Hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein. Bis dann, euer Alcaramba.